der Meinung, jede Zielformulierung mit ich will, ich werde und so weiter ist zum Scheitern verurteilt. Denn wenn Sie sagen, ich will, dann programmieren Sie sich darauf, höchst erfolgreich zu wollen. Dann können wir auf Ihren Grabstein schreiben, aber er oder sie hat gewollt, das Leben lang, sehr erfolgreich. Und einige unserer wichtigsten Ziele sind Ziele, die wir uns nicht trauen, ohne Konjunktiv zu formulieren. Da sehnen wir uns, da wünschen wir uns, da hätten wir gerne möglicherweise vielleicht. Ja, so werden Sie das Ziel nicht erreichen und Ihre Teilnehmer auch nicht. Die Programme aus der Erziehung können ja sehr tief liegen. Nehmen wir mal an, Sie wollen gerne von wegen Wille materielle Reichtümer. Dagegen ist nicht nur nichts einzuwenden im Zeitalter des Geistes, Sie können es mit geistigen Mitteln viel besser erreichen als in der Vergangenheit. Wenn Sie aber Anti-Reichtumsprogramme haben, wird die Sache kritisch. Stilau Pallas, ein Trainerkollege, den manche vielleicht kennen, macht ja sehr exklusive Seminare, die nicht wenig Geld kosten, für Leute, die reich werden wollen. Und dann macht er eine Übung in diesen Seminaren. Er sagt, stellen Sie sich vor, so ein Rolls-Royce, so ein großer Schlitten mit Chauffeur, fährt vor dem Hotel vor und da steigt jetzt dieser reiche Mann aus. Was sind Ihre ersten Assoziationen? Und dann rufen die Leute ihm was zu und er schreibt seinen Flipchart und sammelt die Ideen. Was sind die Ideen? Geizknochen, Ausbeuter, Sklaventreiber, lauter so Scheiß. Dann sagt er, ich denke, Sie wollen reich werden. Wenn das Ihre Vorstellung ist von reichen Leuten, was wollen Sie denn da in der Kategorie? Gehören Sie doch gar nicht hin. Wir haben unerhört viele Anti-Reichtumsprogramme nach dem Motto, reiche Leute sind fies und so weiter. Das kann natürlich ein phänomenaler Konflikt sein, in dem Sie stehen, wenn Sie auf der anderen Seite materielle Reichtümer anstreben. Wir alle kennen Leute, die sich zum Beispiel als Geschäftsmann selbstständig machen, ob Trainer oder nicht, ist egal, die unerhört arbeiten, 3-4 Jahre lang, unerhört erfolgreich sind und dann kurz ehe in die Kategorie reich hineinkommen würden, bauen sie irgendeinen phänomenalen Mist. Jetzt haben sie 100.000 Mark Schulden, jetzt ist die Angst, dass sie reich werden könnten, vorbei, jetzt können sie wieder wunderbar erfolgreich würden. Ich kenne ein paar solche Leute und Sie wahrscheinlich auch. Der 10-Minuten-Tagtraum, ehe Sie sagen, ich marschiere auf das Ziel los, zeigt Ihnen, ob in Ihnen etwas dagegen ist. Wir haben einen Titel auf der Bücherliste, der Wilde, geschrieben. Müssen Sie unbedingt lesen, wenn Sie glauben, dass Sie möglicherweise Anti-Reichtumsprogramme haben könnten. Also der Wilde ist der eine und der andere der Geist in der Münze. Wer hilft mir? Tegtmeier, Theodor, die beiden helfen Ihnen hundertprozentig, falls Sie Anti-Reichtumsprogramme haben sollten, beziehungsweise das sind Bücher, die Sie Ihren Teilnehmern empfehlen können, die müssen dann zuerst raus. Also bis Sie die 10 Minuten gezielten Tagtraum zu diesem Ziel nicht schaffen, ist mit dem Ziel etwas nicht in Ordnung. Können Sie vergessen, sich auf den Weg zu machen. Sonst passiert das, was Mark Twain gesagt hat, Rauchen aufhören ist die leichteste Sache der Welt, habe ich schon 20 Mal gemacht. Und wir alle kennen Leute, die immer wieder Ansätze gemacht haben in irgendeine Richtung. Einmal 10 Minuten gezielter Tagtraum würde Ihnen zeigen, dass der Konflikt noch da ist. Und solange der da ist, wird das Verhalten es nicht retten. Da nützt Ihnen der Wille nichts. Ist es einleuchtend? So, die zweite Regel, wir reden ja von der Formulierung. Prüfen Sie ganz exakt die Formulierung, was Sie wirklich aufgeschrieben haben. Und da passieren unglaubliche Pannen. Wo also der sogenannte Misserfolg vorprogrammiert ist aufgrund der Formulierung. Also da schreibt jemand zum Beispiel, sagen wir mal diese querschlanke Dame, schreibt dann zum Beispiel, ich will abnehmen. Das ist ein riesengroßer Mist. Wenn Sie den gezielten Tagtraum machen und diese Formulierung wirklich sich vorstellen, dann merken Sie, was Sie hier im Begriff sind für einen Unsinn zu machen. Denn wenn Sie das Ziel so erreichen würden, wie Sie es formuliert haben, dann müssen Sie abnehmen, 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 bis nichts mehr von Ihnen da ist. Dazwischen müssen Sie leider wieder zunehmen, damit Sie wieder abnehmen können. Und wir kennen auch Leute, die machen das seit Jahrzehnten. Richtig?
Ich will abnehmen, ist eine Verwechslung des Weges zum Ziel und dem Ziel. Das ist das Verhalten, das ich nachher auf dem Weg. Also sagen Sie, jawohl, richtig, stimmt, gut. Haben Sie eine Zahl? Von mir aus, bei mir sind es die magischen 62 Kilo Grad an Querschlankheit, der mit der Menge an Schokolade noch gut zu vereinen ist, die ich gerne essen möchte. Also würden Sie jetzt vielleicht schreiben, ich will 62 Kilo wiegen, jetzt kommt der nächste Mist. Was ich Ihnen jetzt sage, wird Ihren Teilnehmern sehr, sehr helfen. Jede Formulierung, befinde mich hier im Kontrast zu einigen Erfolgstrainern. Es ist ein Supermarkt, entscheiden Sie, was Sie machen wollen mit dem Gedanken, wenn Sie den anderen kennen. Ich bin der Meinung, jede Zielformulierung mit ich will, ich werde und so weiter, ist zum Scheitern verurteilt. Denn wenn Sie sagen, ich will, da-da-da-dam, dann programmieren Sie sich darauf, höchst erfolgreich zu wollen. Dann können wir auf Ihren Grabstein schreiben, aber er oder sie hat gewollt, das Leben lang, sehr erfolgreich. Und einige unserer wichtigsten Ziele sind Ziele, die wir uns nicht trauen, ohne Konjunktiv zu formulieren. Da sehnen wir uns, da wünschen wir uns, da hätten wir gerne möglicherweise vielleicht. Ja, so werden Sie das Ziel nicht erreichen und Ihre Teilnehmer auch nicht. In der arabischen Sprache, wenn man ein Ziel formuliert, zum Beispiel wenn man jemanden segnen will oder wenn man jemanden verdammt, ist ja im Grunde eine Zielformulierung, muss man grammatikalisch die Vergangenheitsform wählen. Weil der Araber sagt, wenn der Gedanke noch nicht abgeschlossen ist, geistig, kann er nie Realität werden. Also wir würden vielleicht sagen, mögest du dir dein Bein brechen? Und der Araber sagt, du hast dir dein Bein gebrochen. Der Gedanke muss abgeschlossen sein. Formulieren Sie es also in der Gegenwart. Sie können auch in der Vergangenheit formulieren, wenn Sie sich bei der Zielvorstellung in die Zukunft begeben, um Ihre zukünftige Vergangenheit anzuschauen. Aber keinesfalls Zukunft, keinesfalls Konjunktiv. Also ich wiege 62 Kilo, Punkt. Nicht ich werde wiegen, ich würde gerne wiegen, eigentlich täte ich ja gerne wiegen. Ich wiege 62 Kilo, Punkt. Wenn Sie Probleme haben, Gegenwart zu formulieren, weil sich da unten irgendwas zusammenknüllt in Ihrem Magen, dann ist das jetzt ein wichtiger Hinweis, dass Sie Probleme haben, es in der Gegenwart zu formulieren. Drücke ich mich ganz klar aus. Und Frage 1 und 2 können Sie beide mit dem gezielten Tagtraum wunderbar abdecken. Da merken Sie bei beiden Regeln, ob Sie die vielleicht gebrochen haben. So, die Regel Nummer 3 ist im Grunde eine Banalität. Aber es zu kennen und es zu können, ist natürlich zweierlei. Wenn ich Sie bitte 14 Sekunden lang keinesfalls zu denken an eine weiße Maus auf einem roten Fahrrad. Die Vorstellung ist immer positiv, es gibt keine negative Vorstellung. Wenn Sie mich begreifen, dann nur, weil Sie jetzt leider Gottes dran denken müssen. Diese Anweisung können Sie nicht befolgen. Wenn Sie also eine Anweisung haben und Zieldefinitionen sind Anweisungen, zum Beispiel an uns selbst, haben Sie ja die Spielregeln von Delegieren nebenbei bemerkt. Eine negative Anweisung ist immer ein Eigentor. Ich esse keine Schokolade, woran denke ich den ganzen Abend? Völlig klar. Ich trinke kein Bier. Ich tue das nicht, ich tue das nicht. Ständig sind Sie damit befasst. Sie müssen lernen, es positiv zu formulieren. Und das fällt uns sehr schwer, weil gerade wir Deutsche sehr negative Formulierer sind. Wenn Sie mal darauf achten, bei den Diskussionen in der Gruppe und so, oder wenn wir Fragespiele machen, dann kommen furchtbar viele Fragen in negativer Form. So, diese Annahme, wenn ich jemandem sage oder mir selber sage, was ich nicht will, dass ich dann gesagt hätte, was ich will, ist hanebüchend, wenn Sie mal anfangen, darüber in Zeitlupe nachzudenken. Ich bringe so gerne das Beispiel vom Rasen. Sie haben einen jungfräulichen Rasen gerade gesät, die ersten Sprießchen kommen da raus. Sie wollen natürlich verhindern, dass der Rasen kaputt geht. Also was machen wir? Schild hinstellen, Rasen nicht betreten. Wenn Sie höflich sind, bitte Rasen nicht betreten. Superb. Welche Vorstellung wecken Sie, wenn auch unbewusst, in den Köpfen all derer, die das Schild lesen, sehen die sich über den Rasen hart. Geht gar nicht anders.
Momentan geht keiner über ihren Rasen. Die Leute begreifen ja, dass sie das nicht wollen, haben das Schild gelesen, sind auch bereit, ihnen zu helfen. Keiner geht heute über den Rasen. Aber eine Woche später liest er das Schild nicht mehr, weiß er ja schon, was draufsteht. Und dann geht er über den Rasen. Nicht, weil er das wollte, sondern weil die Vorstellung stärker ist als der Wille. Auch wenn er letzte Woche gesagt hat, ich will nicht über dem seinen Rasen gehen. Nützt das gar nichts. Die Vorstellung hat er und ohne darüber nachzudenken, hat er nächste Woche über den Rasen. Das haben wir vorprogrammiert mit unserer Anweisung, Rasen nicht betreten. Drücke ich mich glasklar aus. Also testen Sie es in Ihrem gezielten Tagtraum. Welche Vorstellung haben Sie? Was schwebt Ihnen vor? Sollen die Leute über den Rasen schweben oder wie oder was? Dann sehen Sie sie außen herumlaufen. Also formulieren Sie es so. Bitte Gehwege benutzen. Das Wort Rasen fällt raus. Sie müssen nochmal total umformulieren. Das fällt uns sehr schwer. Gerade bei diesem Rasen, wenn Sie da eine kleine Gruppenübung draus machen, sagen die, ja, wie kann man das formulieren? Weil Sie hängen an dem Wort Rasen. Völlig klar, dass ich das nicht positiv ausdrücken kann, solange ich das Wort Rasen verwende. Oder wir haben die Mutter, die sagt, wie oft soll ich dir noch sagen, du sollst die Türe nicht so zuknallen? Wird sie noch oft sagen müssen. Sie verstärkt ja jedes Mal die Vorstellung der zugeknallten Türe. Oder Sie kriegen einen neuen Fotokopierer und der Techniker macht Ihnen klar, dass Sie bitte niemals an diesem Rädchen drehen dürfen, während der Wagen läuft. Wer es machen wird, wissen wir nicht, aber spätestens nächste Woche macht das jemand. Doch völlig klar. Drücke ich mich klar aus. Und das, wenn Sie mit Ihren Teilnehmern üben, fällt nämlich im ersten Ansatz gar nicht so leicht, umzudenken. Also beim Rasen wissen wir jetzt nicht, außen rumlaufen. Okay, was soll die Mutter sagen mit der zugeknallten Türe? Das, was sie wirklich haben will, ich flehe dich an, mach die Türe leise zu, das will sie doch haben. Was soll uns der Techniker erklären? Statt zu sagen, bitte nicht an dem Radl drehen, wenn der Wagen läuft. Bitte nur an dem Radl drehen, wenn der Wagen steht. Das ist eine Denksportaufgabe, nach einer Weile haben sie das raus. Aber man muss zunächst bewusst anfangen, darüber nachzudenken, weil wir in Deutschland sehr stark zu negativen Anweisungen neigen. Negative Aussagen dürfen wir schon machen, ist nicht so, dass die Leute alle blöd wären. Aber eine negative Anweisung bewirkt in der Regel das Gegenteil von dem, was sie wollen. Und da kann man sehr schön üben mit der Gruppe, denen am Anfang gar nichts einfällt. Zum Beispiel die 10 Gebote in der Bibel. Sind ja keine Gebote, sind ja Verbote. Ist natürlich kirchenpolitisch, machtpolitisch sehr wichtig. Wenn da steht, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, wenn der Pfarrer von der Kanzel, dann sagt er, ah, aber daran gedacht haben sie, geh hin und tue Buße. So schafft man Schuldige. Mit negativen Formulierungen schaffen Sie Schuldige. Haben Sie immer jede Menge Menschen, die schuld sind. Und Sie können Ihren Kunden helfen. Anweisungen in den Betrieben. Angefangen von, dass man in der Toilette gewisse Dinge nicht dahin, sondern tun soll. Gehen Sie mal durch die Betriebe Ihrer Kunden, da wo Sie eh mal vor Ort in der Firma sind. Und schauen Sie mal, welche negativen Anweisungen Sie zuhauf finden. Von Kantinenzetteln über Gänge und überall hängt sowas rum. Und helfen Sie Ihren Kunden. Es ist unglaublich. Weil wir Deutsche sehr stark so geprägt sind, weil über 80% Ihres Verhaltens durch Imitation übernommen wurde, haben wir darüber in der Vergangenheit noch nicht nachgedacht. Als Nebenprodukt von unserer Zielesetzerei können wir das natürlich gleich umlegen auf Anweisungen geben, delegieren und so weiter, sind dieselben Gesetze. Und Sie werden... Jetzt kommt das Wohnwagen, der Wohnwagen-Effekt. Was glauben Sie, was Sie ab jetzt wahrnehmen an negativen Formulierungen? Phänomenal. Schärft das Bewusstsein. So, mit diesen drei Spielregeln können wir eine Zielformulierung finden, mit der wir den Magneteffekt auslösen. Die Amerikaner sagen ja so schön, eine klare Zieldefinition ist der halbe Weg zum Ziel. Sind wir ja schon halb dort, weil die Vorarbeit, das ist das eigentlich Wichtige. Und jetzt werden die Energien da hineingelenkt. Jetzt hören wir aus den Ohrenwinkeln, Augenwinkeln, sehen wir jetzt alle möglichen Dinge, die wir nie wahrgenommen hätten.
weil wir jetzt klare Ziele haben. Das ist wirklich sehr, sehr einfach. Wenn Sie das mit ein bisschen Diskussion und kleinen Übungen verankern bei den Teilnehmern, das bringt immer sehr, sehr viel. Weil so klar, das müsste man eigentlich in der Schule lernen. Aber da lernen wir Wurzel ziehen, da haben wir was davon. Wir haben wieder ein Zitat, Herr Klein, jetzt kommt der Ralph Waldo Emerson. Haben Sie den Griff bereit? Ja, sehr schön. Was vor uns liegt und was hinter uns liegt, verblasst im Vergleich zu dem, was in uns liegt. Wenn wir gute Ziele formulieren, wenn wir das, was in uns liegt, herausholen können. Und in jedem von uns liegt viel mehr, als die Erziehung übrig gelassen hat. Es ist relativ leicht, eine Vorstellung aufzubauen, dann begeistert sich der Mensch dafür, da braucht der Geist dazu. Auf einmal wächst der und es ist so leicht, Ziele in der Weise anzugehen. Es wird ein Kinderspiel, wenn wir diese läppischen kleinen Regeln beachten. Einverstanden? So, jetzt machen wir wieder 2 Minuten hier und jetzt. Maske auf!